Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas. Wir befinden uns auf hoher See und was machen wir auf hoher See? Ja, das Farmevent plus Gold Event ist jetzt aktuell am Start und ja, ist logisch, dass wir jetzt hier versuchen, ein bisschen Gold mitzunehmen. Ich habe auf dem Rückweg oder beziehungsweise auf einem der Wege mir hier von einem Schiff ein neues Segel, ein Masterwork Handling Sail, gelootet. Das habe ich gleich platziert und ich habe hier durch Zufall einen neuen Bär gefunden. Der war, glaube ich, Level 25 beim Tamen der Henry. Nee, sogar Level 26. Mit den zwei Bären werden wir jetzt hier losziehen und ein paar Schatzkarten zusammen machen. In der Hoffnung, dass wir hier ausreichend Gold bekommen in dieser Folge. Dass wir hier eine Zeit lang uns mal ein bisschen Ruhe gönnen können. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit hier immer und immer wieder unterwegs sein müssen. Sondern uns mal auch um die Base kümmern können. Und da hinten ist unser erstes Ziel. Ich hoffe, das ist ein guter Spot, denn auf der Map sieht so aus, als ob das ziemlich, jetzt hängt's, so, als ob das ziemlich hier auf dem Felsen ist, nämlich hier. Das könnte natürlich scheiße laufen, aber egal, ich habe noch genügend andere Karten, die wir machen können und jetzt, ja, sehen wir uns, wenn wir an der Insel sind. Jo Leute, wir fangen natürlich genau an der Insel an, wo wir unser altes Let's Play gestartet haben. Hier hinten in der Bucht, da war unsere allererste Base. Und ja, das ist sehr gut, dann kennen wir uns hier ein bisschen auf der Insel aus. Aber die Frage ist, die Schatzkarte hier oben auf dem Felsen oder irgendwo hier unten? Ich hoffe ja mal sehr, dass sie unten ist, ansonsten ja, können wir die abhaken. Aber ist cool, da haben wir hier ein bisschen Nostalgie-Feeling. Und ich glaube, näher fahren wir jetzt nicht, ansonsten crashen wir irgendwo rein. So, hätte ich mal die Schatzkarte gleich ausgerüstet, dann hätten wir auch gleich sehen können, wo der Strahl ist, ob es sich überhaupt lohnt. So, was brauchen wir denn hier eigentlich? Doch, die Schaufel wäre nicht schlecht. Da, Repair Hammer, Pickup Hammer nehmen wir auch mal mit. Zur Sicherheit. Und ansonsten bräuchten wir eigentlich nur noch hier Rüstung. Wir brauchen... Ja, sonst sage ich nichts. Wir haben alles. So, eventuell finden wir ja noch hier irgendwo einen Bär oder sowas, den wir zähmen könnten. Das wäre natürlich mega, aber ja, ist eigentlich egal. So, das war die Karte. Nee. Die. Ich glaube, es war. Ja, doch, es war die. So, Leute, dann let's go. Okay, die können wir direkt vergessen. Ja, shit. Okay, aber wir geben ja hier nicht kampflos auf. Dann gucken wir wenigstens, ob wir noch ein bisschen Verstärkung für unseren Bär finden, wenn es so schon nicht klappt. So, wir packen hier den Honey rein. Einmal ein Sattel für Notfall und die Bolas. Jo, mehr brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns auf den Bär und gehen rein. Wir gucken mal ganz schnell. Ne, Freunde, wir hatten leider mit beidem Pech. Wir haben keinen Bär und ich habe nochmal geguckt. Also wir kommen ja definitiv nirgends hoch. Aber es war mir schon fast klar. Ich meine, ich war eine ziemlich lange Zeit auf dieser Insel. Und ja, das hätte ich gewusst. Also hier hatte ich kurz die Hoffnung, dass wir hochkommen. Aber spätestens ab hier geht es nicht mehr weiter. Da hängen wir. Und ja, Leute. Scheißen wir einfach auf die Schatzkarte und ziehen weiter. Wir haben ja noch ein paar am Start, die wir zusammen machen können. Wir erreichen die nächste Insel, meine Freunde. Und ja, die Nostalgie wird immer krasser, denn der ein oder andere dürfte es vielleicht erkennen. Aber das hier ist eine Insel aus einem ganz alten Atlas-Let's Play von mir. Auf dem alten Kanal noch. Aber hier habe ich auch eine Zeit lang gesiedelt. Ja, hier in dieser Bucht hat alles angefangen mit dem ersten Let's Play Together, was ich gestartet hatte. Da war die Base drin, da haben wir auch später durch Zufall nochmal gebaut und irgendwie zieht es mich immer auf diese Insel, habe ich so das Gefühl. So, jetzt muss ich aufpassen, irgendwo ist mir hier mal ein Schiff beim Start verreckt, weil es halt ziemlich blöd aus dieser Bucht rausgefahren ist, deswegen bleibe ich lieber hier vorne. So, aber auf dieser Insel, bin ich mir sicher, werden wir die Schatzkarte kriegen. Hier, die hier. So, ich packe sie mir unten rein. Und
Wir gehen nach oben. Wir nehmen diesmal beide Bären mit. So, hier alle schön mitkommen. Hier die Schatzkarte nehme ich natürlich auch mit. Was wir haben, haben wir. Vielleicht ist ja was Krasses dabei. Die leuchtet auch so schön gelb. Mal gucken. Ne? Okay, fail. Wir sind auf Elba gestrandet, meine lieben Freunde. Ja, und hier vorne, da wo ich drauf zulaufe, da war quasi unsere Base früher drin. Ne? So können wir auch gleich mal. Ne, ist nicht. Ist nicht haargenau die gleiche Insel, oder? Ne, normalerweise hier hinten der Berg, der war steiler. Da kann man, glaube ich, nicht hoch, soweit ich jetzt weiß. Ne, es ist fast die gleiche Insel, aber nicht haargenau. Also, nur so ein bisschen. Hier liegt überall Iron rum. Iron, hier ist mächtig viel Iron, krass. Okay, das ist interessant. Aber hier so ungefähr war das so damals. Ein bisschen hat sich geändert. Hier haben wir ein Bär Level 2. Die sparen wir mal weg. Ich habe das ganze Taming-Material mit dabei. Also, falls wir jetzt hier auf den Bär treffen, müssen wir nicht extra nochmal zurück. Denn wäre ja auch ein bisschen blöd. Und wir könnten halt auch jede Unterstützung gut gebrauchen. Oh, da hinten leuchtet's. So, jetzt kommt der eine Bär nicht mit, weil er festhängt. Das Kampfopfer. Ja, er hängt im anderen Bär fest. So, machen wir mal ganz schnell weg. So, und gehen wir auch gleich nochmal hier Level up. So, aber ich würde lieber auf dir reiten als auf dem anderen. So, Leute, dann let's go. Wir holen uns die Schatzkarte, an die wir diesmal hoffentlich drankommen. Und hoffentlich auch noch irgendeinen coolen Bär finden, denn wir haben noch eine blaue auf der Agenda. Die wird dann halt ein kleines bisschen härter. Ach, da ist noch einer. Gerade halt mit unseren ungelevelten, also was heißt ungelevelten, ungebreedeten Bären und sowas, ist es halt ein bisschen hart und ja, sie sind halt im Level auch noch nicht so fortgeschritten. So, aber hier gibt es ja relativ viel Bär. Deswegen, da werden wir bestimmt noch einen finden, den wir mitnehmen können. Hier ist ein Bock. Den wollen wir aber aktuell nicht. So, der andere Bär kommt mit. Oh, ich hoffe, da kommen wir später wieder. Ja, doch, da kommen wir wieder hoch. Das ist schon krass, es ist fast die gleiche Insel wie damals, nur ein bisschen verändert. Das ist schon interessant, wie. Oh, das ist schon Level 26. So, da hauen wir hier gleich mal was raus. Ich kann mich nicht bewegen. Ach shit, ist halt geil, wenn die Stamina schon leer ist. Aber egal. Schaffen wir trotzdem. Was war das? Okay, scheinbar doch nichts. Ich habe irgendwie Knurren gehört. Okay, nice. Das war's schon. So, dann gehen wir mal den Schatz ausbuddeln. So, typisches Bild. Dex auf Schatzsuche. So, hier einmal. Ja, das ist doch ein cooles Bild, oder? So, da war sie. Was haben wir denn gelootet? 1000 Gold, das ist nicht schlecht. Wir haben schon wieder eine Legendary Armored Brick. Die hatte ich vorhin erst. Also, habt ihr nicht gesehen, aber ich hatte eine fertige Legendary Armored Brick und Armored Brick. Doc meinte ich. Und jetzt habe ich noch eine. Das ist krass. Nehmen wir natürlich alles mit. Können wir gut gebrauchen. So, jetzt sind wir schon Level 49. Nice. Läuft bei uns. Ja, wir hatten halt, also ich hatte mir noch einen XP-Buff aktiviert.
Deswegen ging es hier relativ gut. So, und ich laufe noch mal ganz kurz hier ein Stück über die Insel, gucke, ob ich vielleicht irgendwo in nächster Nähe noch einen Bär finde. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann ziehen wir weiter. Und wenn ich einen finde, sehen wir uns wieder, wenn nicht auf der nächsten Insel. So, Freunde, wir erreichen die nächste Insel mit der nächsten Schatzkarte. Wie gesagt, es ist ein blauer. Und ich habe mal geguckt, wenn wir jetzt hier den Erfolg, also die Karte wirklich meistern, haben wir sogar einen Erfolg freigeschaltet, denn sie ist Qualität 16,7. Ab 16 kriegt man hier den gewissen Erfolg. Und ja, wir haben sogar Elefanten hier auf der Insel. Da könnte ich mir vielleicht noch so den einen oder anderen mitnehmen, wenn es ein guter ist. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum um den Schatz. Der ist wichtiger. So, dann legen wir an. Wir haben eigentlich alles dabei. Ja, sieht gut aus. Dann kommt ihr mal mit. Hier auf den Henry gehe ich wieder. Und dann let's go. Können wir mal ganz kurz gucken, was die Elefanten... Wobei, nee, oder? Doch, komm, wir gucken erstmal ganz schnell, was die Elefanten so zu bieten haben. Also für zum Farmen wäre es halt wirklich Level 14 und du hast Level 25. Ja Leute, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier diese Schatzkarte überleben. Drückt mir die Daumen. Na, wo sind sie? Ah, jetzt kommen sie. Sehr gut, Level 71. Oh Leute, das wird jetzt her da. So, ich hoffe, die Bären überleben es beide. Ich hoffe, ich überlebe es. So, wenn wir schon mal ein paar runterkriegen, ist ja schon mal gut. Oh, der eine ist blutig. So, weg mit dir. Der andere macht das schon irgendwie. Oh shit, die sind beide ziemlich. Oh Gott, er ist down. Leute, ich muss hier erstmal weg. So, dann machen wir das anders da. So, hier ein bisschen auf Abstand, dass wir den einen zumindest hier nochmal runterkriegen. So, sehr gut. Oh nein, wir sind fast tot. Oh shit, Leute, wir sind tot. Oh Gott. Nein! Oh Leute. Wir haben es verkackt. Shit. Unsere Bären sind weg. Die können wir noch nicht mal bolern. Scheiße. Okay, wir versuchen es anders da. Oh, rest in peace, Bären. Es wäre zu schön gewesen, aber ja, okay. Ist jetzt so. Mir geht gerade die Pumpe, aber Leute, es gehört dazu. Es ist traurig, aber es gehört irgendwie dazu. Nein, wir haben zumindest ein bisschen was erreicht und ich gebe nicht auf. Wir holen das hier schnell Pfeil und Bogen und dann versuchen wir die mit Pfeil und Bogen down zu kriegen. So, halt, ich habe da noch hier meinen Schlagknüppel. Den hier. Ach, den können wir nicht verwenden. Kacke. Ja, egal. Wir gehen trotzdem rein. So, sind sie mir gefolgt? Ne, ich glaube nicht. Da hinten sind sie. Komm, das wäre doch gelacht, wenn wir die jetzt hier nicht kriegen. Shit, die halten halt wirklich viel aus. Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Ne, wir haben keine Chance, Leute. Okay, canceln wir das. Dann machen wir wenigstens hier gleich den Elefanten erstmal. Dass wir da Ruhe haben. So, aber wir nehmen die Schatzkarte raus. Die machen wir dann irgendwann nochmal. Wenn wir besser präpariert sind. So, Freunde, ich habe den Elefanten jetzt hier eingesperrt. Ich hoffe mal, dass da hinten die anderen Elefanten uns jetzt hier nicht auf den Sack gehen. Und wir fangen einfach mal an, den runter zu ballern. Ich hoffe also auch mit den Toren, dass hier passt. Dass der hier nirgends durchkommt. Ja, aber es sieht gut aus. So, aber der da hinten, der kommt halt schon so verdächtig nahe. Muss halt ein bisschen aufpassen, jetzt zum Schießen. Schon ganz gut runter, aber einen Bogen haben wir jetzt auch schon fast aufgebraucht. So, müsste reichen. So, wir haben ihn. So, jetzt nur gucken, dass wir hier auch sinnvoll an den Rand kommen. Sehr schön, das hat geklappt. Okay, ich hoffe, der bleibt jetzt so, wie er ist und wird nicht aggressiv oder sowas. Dann könnte es hier ganz gut und schnell funktionieren. Wir haben 6,6% mit dem effektivsten Futter. Jo, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wenn irgendwas dazwischen kommt, sehen wir uns wieder. Ansonsten machen wir jetzt hier ganz schnell die Zähmung, unauffällig. Oh Leute, ich sehe schon ein Problem auf uns zukommen. So, und wir sollten den Bogen auch ändern. Ich hoffe jetzt, dass der andere Elefant sich hier ver... Oh no. Der ist jetzt natürlich aggro. Aber wir machen es anders. Wir ziehen den hier ein Stück weg und lassen uns töten von dem. So, komm her. Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? So, komm, 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 komm. Schnell, wir haben keine Zeit. Alter, tötet mich doch jetzt endlich. So, danke. Ich hoffe, der bleibt jetzt ein Stück weg von uns. So, okay, wir haben natürlich jetzt das Problem, dass der 10-Fortschritt wahrscheinlich schon krass runtergegangen ist. Wir müssen halt jetzt mehr Schüsse wieder investieren. Oh, verdammt. Es klappt auch nichts. Oh, jetzt haben wir echt geschissen, Leute. Diese Folge ist echt traurig zum Scheitern verurteilt. So wie es aussieht. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Ich will den jetzt. So, jetzt ganz flott. Okay, er liegt zumindest schon mal. Jetzt halt hoffen, dass... Ja, okay, 20%, ja, es geht noch. Warum können wir den jetzt hier nicht füttern? Shit. Dann halt von hier. Ach Mist, das klappt nicht. So, Freunde, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dürften wir ihn gleich haben. Wir haben... Ja, noch einmal füttern. Er kriegt plus 11 Level. Das ist schon mal super nice. Dann haben wir wenigstens einen kleinen Fortschritt in dieser Folge gemacht. Und nicht nur Rückschritte. Naja gut, wir haben auch einen Fortschritt gemacht. Aber alles in allem war die Folge schon ein bisschen... ja...
So, wir haben unser Level 36er Elefanten. Aber ja, die Folge war halt ein bisschen deprimierend schon. Naja, wir schauen mal ganz kurz. Stamina 528. Weight, da geht. Food ist ja ziemlich hoch. So, und wir packen dem Guten gleich einen Sattel rein. Kann er sich wenigstens nicht mehr beschweren. So, und ich baue noch hier den ganzen Scheiß ab. Und in dem Sinne, Leute, das war's mit der Folge. So, lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war fast absehbar. Und, jo. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da oder ein nettes Kommentar zur Aufmunterung. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.